Ja, mein Name ist Immanuel Jolowski. Ich leite die Elbland-Reha in Großenhain ärztlich und würde gerne meine Studienexpertise versuchen, hier mit einzubringen. Wir sind natürlich beide keine Impfexperten, das ist klar. Trotzdem haben wir wirklich die wichtigen Quellen, die es im Moment zu der Impfsituation gibt, eingehend studiert und möchten versuchen, einmal unabhängig von dem, was man natürlich ständig jetzt in den Medien und in der Zeitung liest, regional für die Elbland-Kliniken unsere Einschätzung abzugeben. Die Frage, die wir beantworten, ist für jeden Interessierten, möchte ich mich gegen das Coronavirus impfen lassen? Dabei möchten wir folgende Unterfragen mit Ihnen zusammen durchgehen in der nächsten halben Stunde. Wie hoch ist das Risiko für mich an Corona zu erkranken? Dann, wie funktioniert die neuartige Impfung gegen Corona? Was sind die Vorteile, was die Nachteile einer Impfung? Und welche Chancen ergeben sich für unsere Region aus der Impfung? Das Ganze funktioniert letztendlich als Nutzen-Risiko-Abwägung. Auf der einen Seite müssen wir schauen, was nützt uns eine Impfung, auf der anderen Seite, was sind die Risiken und natürlich, was für ein Risiko habe ich auch zu erkranken. Zuerst möchten wir uns mit Ihnen der Frage zuwenden, wie hoch ist ungefähr das Risiko für einen Mitarbeiter der Elbland-Kliniken an dem Coronavirus zu erkranken. Das ist letztlich nicht quantitativ voll oder ganz detailgenau zu beantworten. Generell kann man sagen, da wir alle sozusagen in medizinisches Personal sind und im Gesundheitswesen arbeiten, haben wir im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein deutlich erhöhtes Risiko. Eine aktuelle Studie von der Universität Glasgow beziffert das mit etwa einem 7-fach erhöhten Risiko im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Man kann auch ungefähr für sich sozusagen abschätzen, wie hoch das Infektionsrisiko ist, wenn man sich die Infektionszahlen in der jeweiligen Region anschaut. Diese sind zum Beispiel täglich auf der sozusagen Internetseite sachsen.de abrufbar. Hier berichtet täglich aktualisiert die Landesuntersuchungsanstalt über die aktuelle Fallentwicklung im Landkreis Meißen. Das waren mit Stand vom Montag ungefähr 5.500 Fälle im Landkreis mit einem täglichen Zuwachs ungefähr von 200 Fällen. Also man sieht eine deutliche Infektionsdynamik im Moment. Todesfälle werden aktuell oder wurden zum Montag 188 gezählt und das macht ungefähr einen Zuwachs von 10 Fällen im Moment pro Tag. Das heißt, das Infektionsgeschehen allgemein gesehen ist aktiv und dynamisch. Jetzt kann man sich fragen, wie viele der Infizierten im Landkreis landen denn in den Elbland-Kliniken? Das ist ja innerhalb des Intranets und der Mitarbeiterinformation jedem Mitarbeiter zugänglich, hängt bei uns in Großenhain zum Beispiel auch am schwarzen Brett. Das waren mit Stand Montag 167 Fälle über alle Elbland-Kliniken hinweg. Etwa 90% der Patienten lagen auf peripheren Stationen, waren also mild betroffen, aber doch so ernsthaft, dass sie sich stationär vorgestellt haben. Und etwa 10 bis 15% der Patienten wurden auf Intensivstationen behandelt. Wir wissen, dass eine Corona-Infektion in aller Regel bei jungen Menschen leicht bis milde verläuft. Bei den älteren Menschen oder Menschen mit Risikofaktoren gibt es ein höheres Risiko für schweren Verlauf. Für uns arbeitende Bevölkerung, die im Gesundheitswesen tätig ist, verläuft die Infektion in aller Regel mild, aber sie ist trotzdem nicht wie eine normale Grippe nach 2 bis 3 Wochen bei allen Erkrankten vorbei. Da gibt es Informationen, die gerade im aktuellen Ärzteblatt darüber erschienen sind, über eine Erkrankung, die nennt sich Long-Covid. Das heißt, man hat eben längere Zeit mit Beschwerden zu tun. Und die ist insbesondere eben in der jungen Bevölkerung.
Hier werden von vielen Erkrankten weltweit viele Wochen auch nach der Infektion noch pulmonale Beschwerden geschildert, also Luftnot beim Treppensteigen, verminderte Leistungsfähigkeit und eben auch eine schwere Abgeschlagenheit und Müdigkeit, die das Leistungsvermögen deutlich vermindert. Das wissen wir nicht nur von Statistiken, sondern denke ich, also auch wir beiden Referenten kennen persönlich einige Menschen und Kollegen, die erkrankt sind und die über viele Wochen bis Monate wirklich mit den Folgen der Erkrankung zu tun hatten. Dankeschön. Wie sieht es mit der Sterblichkeit aus? Auch das ist in der Öffentlichkeit viel diskutiert. Für Deutschland ist auf der Homepage der Johns Hopkins Universität eine Sterblichkeit von 1,64% angegeben. Die Experten sagen, das kann man etwas nach unten korrigieren, weil ja es noch zusätzlich nicht gemeldete Infektionsfälle gibt von oligo- oder asymptomatischen Patienten, die diesen Wert vielleicht Richtung 1% mutmaßlich drücken. Wie sieht das jetzt bei uns im Landkreis Meißen aus? Hier haben wir mit den offiziellen Daten von Sachsen.de eine Sterberate von 3,4% berechnet mit Stand vom Montag. Das ist fast ein doppelter Wert verglichen mit der Sterblichkeit in Deutschland, deutschlandweit, und ist mutmaßlich zu erklären durch den höheren Anteil älterer Menschen im Landkreis Meißen, sprich der demografischen Verschiebung Richtung höherem Alter bei uns im Landkreis. Mir liegt keine oder uns liegt keine exakte Statistik darüber vor, wie die Altersverteilung dieser Sterbefälle ist. Von dem, was wir aus Berichten hören, betrifft es aber ganz, ganz überwiegend ältere, betagte Patienten, die hier an Covid-19 versterben. Ja, so viel zum ersten Teil. Wie hoch kann man sein persönliches Infektions- und Erkrankungsrisiko einschätzen? Jetzt zu unserem Hauptteil. Wie funktioniert die Impfung gegen Corona? Ja, dazu möchte ich jetzt etwas sagen. Ich hatte das im Zuge einer Präsentation für die Kollegen, da wir auch als Ärzte häufig auf diesen Impfstoff angesprochen werden, nochmal vorbereitet. Also Impfen ist sicher jedem, der im medizinischen Bereich arbeitet, ein Begriff. Das hat den Sinn, dass man das Immunsystem präventiv mit einem möglichen Erreger in Kontakt bringt. In der Regel erfolgt eine Impfung durch eine Spritze intramuskulär in den Musculus deltoideus. Gibt inzwischen auch intranasale Anwendungen. Aber darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen. Ziel einer solchen Impfung ist, eine Immunreaktion gegen den Erreger zu stimulieren und somit eine gewisse Immunität gegen die Erkrankung, wenn die dann auf einen zukommt, sozusagen zu erreichen. Dann gibt es bekannte Verfahren, die seit mehreren Jahrzehnten und eigentlich auch schon seit Jahrhunderten in der Anwendung sind, die Aktivimpfung, wo es die Möglichkeit, Lebendimpfstoffe zu verimpfen gibt, Totimpfstoffe oder Toxoidimpfstoffe. Das heißt, da wird der Körper direkt mit einem Teil, einem abgeschwächten oder mit einer giftigen Ausscheidung des Erregers in Kontakt gebracht, gegen den er dann Antikörper bilden kann. Oder die passive Impfung, das ist eine Art Postexpositionsprophylaxe, wo die betroffenen Patienten im Rahmen einer schon erfolgten Ansteckung direkt mit den Antikörpern konfrontiert werden und somit der Erreger auch durch die geimpften Antikörper unschädlich gemacht wird. Was mich jetzt im Zuge dieser, ich sage jetzt mal, Corona-Impfung begeistert hat, und wahrscheinlich auch nicht nur mich, dass jetzt ein völlig oder relativ neues Prinzip zur Anwendung kommt, bei dem nämlich der Körper letztlich dieses sogenannte Antigen, also diesen Erreger, gegen den er einen Antikörper bilden soll, selbst herstellt. Das Verfahren ist schon seit 10 Jahren hauptsächlich in der Krebstherapie Gegenstand von Forschung und auch in der Patientenanwendung wird das genutzt. Und zwar läuft das so ab, dass man einen Teil
der Virus mRNA, die für ein bestimmtes Protein, in unserem Fall ist es das Spike-Protein, des Coronavirus kodiert, impft und der Körper das an den eigenen, an den körpereigenen Ribosomen, also in unseren menschlichen Zellen, abliest, dieses Spike-Protein als Antigen selbst bildet und auch im Zuge dessen die Antikörper selbst produziert, hat unheimliche Vorteile, hat eine relativ einfache Struktur, ist sehr schnell zu produzieren und auch sehr kostengünstig. Also man kann, das ist ein idealer Impfstoff für die aktuelle Situation, sage ich jetzt mal so, weil man da schnell in großen Mengen viel bereitstellen kann. Dieser Impfstoff von seiner Struktur, also dieses Spike-Protein, was sozusagen die Grundlage für diese mRNA letztlich bildet oder vielmehr die mRNA bildet diesen Bauplan für dieses Spike-Protein, ist schon seit SARS und MERS bekannt, sodass das nicht nochmal extra designt werden musste, sondern man konnte da auf diese Erfahrung damit zurückgreifen und das an das jetzig grassierende Virus anpassen. Ein Nachteil hat das neuartige Impfprinzip, dass diese mRNA sehr instabil ist und sehr, naja, nicht ganz so einfach zu lagern ist. Und der von uns wahrscheinlich verwendete Impfstoff von BioNTech/Pfizer eine Lagerung bis minus 70 Grad erforderlich macht. Die mRNA, wie ich gerade sagte, ist relativ ungeschützt und instabil, wird für die Impfung mit Lipiden, mit Nanopartikeln dieser Form umgeben. Diese verschmelzen dann nach dem Impfen mit der Zelle. Ja, die mRNA kann abgelesen werden. Nun ist es so, dass unser Körper diese mRNA relativ schnell als körperfremd erkennt. Deswegen wird die mRNA, diese künstlich hergestellte mRNA, mit Nukleosiden zusätzlich versehen, damit die länger noch im Körper verweilen. Und ich hatte in den Daten gelesen, dass es etwa so eine Woche dauert, bis die abgelesenen Fragmente, sage ich jetzt mal, dann auch abgebaut werden. Und das ist aber auch wichtig, dass die nicht so schnell abgebaut werden, damit ausreichend Zeit besteht, das Antigen zu bilden und auch die Antikörper zu synthetisieren. Wir haben auch noch weitere Vorteile. Die wirken in sehr niedrigen Dosierungen. Deshalb sind keine Adjuvantien wie Aluminiumsalze oder andere virulente Faktoren wie Zellwände oder Ähnliches notwendig. Und die Antikörperproduktion beginnt auch relativ häufig schon sehr schnell, nämlich nach Stunden bis Tagen. Genau. Welchen der vielen in Entwicklung befindlichen Impfstoffen werden wir denn wahrscheinlich einsetzen? Ja, also es ist so, dass weltweit, das ändert sich momentan recht rasch, mein Stand war so etwa 160 Impfstoffe dafür in der Testung sind. Die meisten davon, also das sind, ich schätze jetzt so 80% etwa, sind alles mRNA-Impfstoffe, was natürlich auch dafür spricht, dass dieser mRNA-Impfstoff der Favorit ist für diese aktuelle Situation und da auch ein günstiges Profil gezeigt hat. Und wir bereiten uns jetzt an den Elbland-Kliniken auf den Impfstoff von BioNTech/Pfizer BioNTech/Pfizer vor. BNT162B2. Ja, war es, glaube ich. Ja. Genau. Und die anderen Impfstoffe, also das haben sicher einige von Ihnen auch schon gehört, das ist noch der von Moderna, der aktuell sozusagen in der Pipeline ist, oder der von AstraZeneca, der Oxford-Impfstoff, und auch der von CureVac, die wahrscheinlich auch demnächst eine Zulassung in Deutschland beantragen werden, werden sicher perspektivisch auch auf uns zukommen, spielen jetzt aber in unserem Vortrag keine weitere Rolle. Wurden auch Patienten aus Deutschland in die Vorbereitungsstudien eingeschlossen? Ja, allerdings zu einem sehr geringen Prozentsatz. Ich meine mich zu erinnern, dass das so 1-2% gewesen seien von den insgesamt 44.000 Probanden, die hauptsächlich in den Vereinigten Staaten rekrutiert wurden. Ja, wie kann es denn sein, dass die Impfstoffentwicklung jetzt so offensichtlich so schnell zur Marktreife gebracht wurde und wir, wo das Coronavirus ja erst seit März bekannt ist, jetzt plötzlich schon geimpft werden können? Ja, das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Die hat mich auch beschäftigt, bevor ich jetzt diese Rolle der Impfkoordinatorin eingenommen habe, und im Zuge dessen konnte ich mich näher damit auseinandersetzen. Da möchte ich noch mal kurz sagen, wie die Phasen der Impfstoffentwicklung normalerweise ablaufen und wie lange die sonst beanspruchen. Also in der Regel dauert die präklinische Studienphase
in der ein Medikament sozusagen, ich sage jetzt mal ganz einfach, erfunden wird, ja, oder dem wo designt wird, ja, 10 Jahre, und auch davon sind es nur 8%, die dann überhaupt zu einer Marktzulassung kommen. Das ist die präklinische Studienphase. Dann gibt es noch die klinischen Studienphase, die beginnen mit der Phase 0, mit ganz wenigen Probanden, wo hauptsächlich Gewebeprobe oder Biomarker untersucht werden. Die dienen der sozusagen der Beobachtung der Pharmakokinetik und der Dynamik, dauern so mehrere Wochen. Ja, die Phase 1 hat eine ähnliche, einen ähnlichen Beobachtungsauftrag, also auch wieder Pharmakokinetik und Dynamik, aber auch die Verträglichkeit wird dort schon untersucht. Und da werden dann auch Probanden mit diesem Medikament in Kontakt gebracht, allerdings in sehr, sehr geringen Dosierungen, um erstmal mögliche Nebenwirkungen ich denke auch, um die nicht vorzeitig zu provozieren und die Verträglichkeit einfach zu prüfen. Diese Phase dauert Wochen bis Monate. Und in der Phase 2, wo es dann um die Wirkung, Sicherheit, um die Dosisfindung und die Toxizität des Medikaments geht, die in der Regel an 50 bis 200 Probanden stattfindet und die mehrere Monate dauert, schließt sich dann die Phase 3 an, wo es dann schon von dem Medikament erwartet wird, um überhaupt in diese Phase eintreten zu können, dass es eine signifikante Wirksamkeit gibt. Die finden auch manchmal nach der Marktzulassung statt, die Studienphasen. Und in diese werden dann 200 bis 10.000 Probanden eingeschlossen. Diese Phase dauert Monate bis Jahre. Und in der Phase 4 werden dann zugelassene Medikamente mit einer zugelassenen Indikation und schon für einen breiteren Bevölkerungsanteil zugänglich gemacht. 1.000 bis Millionen Probanden sind dann dort sozusagen eingeschlossen und dort natürlich dann auch Patienten mit einer relevanten Erkrankung, die behandelt werden soll. Und an dieser Stelle werden dann hauptsächlich Nebenwirkungen detektiert. Diese Phase dauert dann Jahre, so dass man insgesamt sagen kann, also normalerweise dauert die Phase einer Impfstoffentwicklung 15 bis 20 Jahre. Das ist jetzt ja deutlich verkürzt gewesen. Was könnten denn jetzt Faktoren sein, die diese unglaubliche Beschleunigung bewirken? Ja, also ich denke, ein wichtiger Faktor ist, dass dieses Design des Proteins einfach schon bekannt war aus SARS und MERS. Dadurch spart man sich ja, sage ich jetzt mal so, 10 präklinische Studienjahre, die im Prinzip dadurch weggefallen sind. Dann haben das die Hersteller auch sehr, wie ich finde, geschickt gemacht. Die haben die Phasen parallel anlaufen lassen und deutlich mehr Probanden rekrutiert, als es jetzt bei den Zahlen, die ich genannt habe, üblich war. Also allein war es in der Phase 3, waren es ja schon 44.000 Probanden. Das ist also mehr als viermal so viel wie sonst üblich in einer Phase 3-Studie. Dann ein ganz entscheidender Faktor, den sicher sich auch einige schon gedacht haben, dass einfach viel Geld in diese Entwicklung gesteckt worden ist und dass ja die Hersteller sonst darauf angewiesen sind, immer wieder durch Sponsoring und durch andere Mittel sozusagen ihre Forschung fortsetzen zu können. Diese Probleme gab es jetzt alle aktuell nicht. Und die Gremien, die letztlich über die Zulassung eines Medikaments bzw. die Entwicklung überwachen und darüber entscheiden, wie es damit weitergehen soll, hatten jetzt die Möglichkeit, schneller darüber zu entscheiden, indem sie Daten auswerten konnten, ohne dass die Datensätze alle komplett vorhanden waren und ohne dass alle Studienphasen komplett abgeschlossen sein mussten. Ja, und einen wichtigen Faktor wolltest du auch noch dazu sagen, so, der jetzt in der heutigen Zeit einfach noch mal ganz entscheidend ist. Genau. Also so wie Corona unser Leben stärker und sehr rasant digitalisiert hat, ist eben dies auch in der Studienlandschaft der Fall. Das heißt, Datenverarbeitung, Datenakquirierung geht einfach viel, viel, viel schneller, kann schneller ausgewertet werden. Es können mehr Probanden pro Zeit untersucht und auch rekrutiert werden. Auch das denke ich, kann mit zu der Beschleunigung beitragen. Ja. Ja, jetzt möchten wir gerne versuchen, zuerst die Risiken und dann im nächsten Schritt die Vorteile der neuartigen Impfung, in diesem Fall eben der BNT162b-Impfung darzustellen. Dafür sozusagen haben wir zwei Quellen benutzt. Das eine ist die gerade im New England Journal of Medicine erschienene Originalpublikation,
der ersten 44.000 Patienten, die uns ja einige Daten liefert. Und genau das Zweite, hast du recherchiert, Una? Genau, das ist das FDA-Briefing-Dokument, was sozusagen in Amerika der FDA vorgelegt worden ist. Genau, der Zulassungsbehörde Food and Drug Authorization. Und ja, es sieht auch gelesen aus. Man sieht, dass wir es durchgearbeitet haben und uns wirklich intensiv damit auseinandergesetzt haben, was jetzt auf uns zukommen wird. Ja, das Design dieser großen Studie ist so, dass über 150 Zentren weltweit rekrutiert wurden, darunter wohl auch 6 aus Deutschland. Es war eine, sagen die Studie genügt höchsten Qualitätsansprüchen. Sie war doppelt verblindet, das heißt weder der Arzt noch der Patient wussten, ob entweder der Impfstoff oder ein Placebo verimpft wurden. Das Ganze wurde randomisiert, sprich vom Computer sozusagen ausgewählt, welcher Patient was bekommt. Eingeschlossen wurden gesunde Probanden, die nicht vorher an Covid erkrankt sein durften. Erlaubt waren auch stabile chronische Erkrankungen wie chronisches Asthma oder hoher Blutdruck. Ausgenommen waren Patienten, die an einer chronischen Immunerkrankung leiden oder mit Immunsuppressiva behandelt werden. Und natürlich Schwangere und sozusagen Kinder unter 16 Jahren. Es wurde im Abstand von 21 Tagen, es wurden 2 Impfdosen appliziert. Genau, alle 44.000 Probanden erhielten die erste Impfung, die zweite dann noch etwa 39.000. Und diese Daten wurden eben sowohl an die Europäische Zulassungsbehörde, EMA, als auch an die von dir erwähnte amerikanische FDA geschickt. Und in Großbritannien ist aufgrund dieser Daten bereits eine Notfallzulassung erfolgt. In der EU wird eine reguläre Zulassung beantragt mit entsprechend gründlicher Prüfung. Ja, was für Patienten wurden letztlich eingeschlossen? Darüber gibt eine Tabelle mit den wichtigsten Patientencharakteristika, Auskunft. Es gab sozusagen eine paritätische Aufteilung von weiblichen und männlichen Probanden. Es war überwiegend eine Studie an sozusagen weißhäutigen Probanden, aber eben auch andere Ethnien, vor allen Dingen aus Südamerika und aus Südafrika, waren mit eingeschlossen. Die Hauptländer waren die Vereinigten Staaten und einige südamerikanische Länder. Und das mittlere Alter der Patienten war 52 Jahre. Das heißt, die eine Hälfte war jünger, die andere Hälfte war älter als 52. Die ältesten Probanden waren 85, die jüngsten 16, wie ich schon sagte. Und ungefähr ein Drittel galten als übergewichtig, sodass eben auch eine gewisse Risikopopulation mit abgebildet war. Ja, welche Nebenwirkungen sind aufgetreten? Ich unterteile die Nebenwirkungen sind unterteilt in lokale, systemische und schwerwiegende Nebenwirkungen. Zuerst berichte ich etwas über die lokalen. Lokaler Schmerz an der Einstichstelle war mit Abstand das am häufigsten geklagte Symptom. Darüber haben ungefähr 80% der beimpften Patienten berichtet, nur etwa 10% der Placebo-Patienten. Über die Hälfte der Patienten, die über Schmerzen berichten, fanden diese mild und der weit überwiegende Teil maximal moderat. Nur ganz wenige hatten schwerste Schmerzen an der Einstichstelle angegeben. Ähnlich war es mit Rötung und Schwellung, die in weitaus geringerer Zahl auftraten, aber in aller Regel auch als mild bis moderat berichtet wurden. Hier gab es keinen relevanten Unterschied zwischen der jungen Altersgruppe 16 bis 55 Jahre und der älteren Patienten größer 55 Jahre oder auch zwischen der ersten und der zweiten Dosis. An systemischen Nebenwirkungen wurde abgefragt Fieber, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Durchfall, Muskel- und Gelenkschmerzen und Gebrauch antipyretischer oder auch analgetischer Medikation. Diese systemischen Nebenwirkungen wurden
zwischen, ja, sage ich mal, 5 und 50%. Insgesamt angegeben, das ist hier auf dieser Grafik einmal im Überblick illustriert. Ganz überwiegend war die Intensität als mild oder moderat angegeben und man kann sagen ungefähr 20 bis 40%, je nach Altersgruppe und erster oder zweite Dosis, hatten dann von fiebersenkender oder schmerzlindernder Medikation Gebrauch gemacht. Also unterm Strich muss man sagen, eine relevante Anzahl an Probanden hatten impftypische Beschwerden geäußert, von denen aber keine schwerwiegend verlief. Genau, kommen wir zu der Abfrage der schwerwiegenden Nebenwirkung. Und hier berichte ich jetzt vor allen Dingen die, für die ein Bezug zum Impfstoff festgestellt wurde. Insgesamt gab es sehr wenig schwerwiegende Nebenwirkungen in dem Beobachtungszeitraum von 3 Monaten. Und zwar nur dieser ist berichtet. Die Studie läuft insgesamt über 2 Jahre, über die ganze Zeit Sicherheit weiter monitoriert wird. Sodass zu sagen ist, dass logischerweise nur in der Impfstoffgruppe 4 impfstoffbezogene Nebenwirkungen, schwere Nebenwirkungen berichtet sind. Das eine war eine Schulterverletzung, das zweite eine Lymphknotenschwellung axillär. Dann gab es eine Radikulopathie mit ziehenden Schmerzen ins rechte Bein. Und es ist eine Herzrhythmusstörung aufgetreten, die aber selbstlimitierend war. Verstorben sind insgesamt 6 Patienten, 4 davon in der Placebo-Gruppe, 2 in der Impfstoffgruppe. Die Todesursachen sind hier dargestellt. Letztlich handelt es sich um normale Sterblichkeit, normale Mortalität in einer Klientel von 44.000 Menschen, die eben über 3 Monate beobachtet werden. Unter den Covid-Erkrankten ist niemand so schwer erkrankt, dass es zum Tod kam. Ja, jetzt möchte ich kurz die Wirksamkeit der Impfung darstellen, anhand dieser Grafik hier. Man sieht mehreres. Zum einen war zu sehen, dass wenn man nach der zweiten Impfung nochmal 7 Tage abgewartet hat, das heißt ab dem Zeitpunkt, wo voller Impfschutz bestand, gab es insgesamt 170 Covid-Erkrankungen. Von diesen 170 sind 162, das sind 95%, in der Placebo-Gruppe aufgetreten und nur 8 in der Impfgruppe. Also eine dramatische Wirksamkeit ab dem Tag des vollen Schutzes. Man sieht auch, dass schon nach 12 Tagen hier in dieser kleinen, herausvergrößerten Grafik schon ein ziemlich guter Impfschutz bestand, nämlich etwas über 50%. Das heißt, auch die erste Impfung ist schon wirksam, aber die zweite hat die Ansteckungsrate noch mal deutlich reduziert. Bis der volle Impfschutz eingetreten war, also sprich nach 21 plus 7 Tagen, hatte sich ein geimpfter Patient schwer infiziert, aber ohne Todesfolge. Und in der Placebo-Gruppe haben sich insgesamt 10 Patienten schwer infiziert. Ne? Also sozusagen eine 10-fache Reduktion der Wahrscheinlichkeit für eine schwere Covid-Erkrankung. Auch ein wichtiges Ergebnis. Das wichtigste Resultat ist, dass das Risiko an Covid zu erkranken durch diese Impfung mit BNT162b2 deutlich reduziert werden kann. Das ist also ein schwerwiegendes Argument auf der Impfseite. Nicht ganz so eindeutig verhält es sich mit dem Risiko, sich anzustecken. Dieses wurde in der Studie nicht explizit getestet, sodass wir darüber keine gute Aussage treffen können. Wir können nur indirekt schlussfolgern, dass wenn weniger Patienten erkrankten, sich höchstwahrscheinlich auch weniger angesteckt haben. Wie ist es mit der Ansteckung für andere? Auch darüber kann die Impfung, kann die Studie keine eindeutige Aussage geben, weil auch dieses nicht getestet wurde. Auch hier lässt sich wieder biologisch plausibel schlussfolgern, dass
wenn die Erkrankungen reduziert werden, dass höchstwahrscheinlich auch die Ansteckung für andere reduziert sein müssten. Aber letztlich muss dies weiter untersucht werden. Das Risiko zu versterben war in beiden Gruppen nicht unterschiedlich. Ja? Und an Covid ist ja glücklicherweise in beiden Gruppen niemand gestorben. Auch hier lässt sich bislang nur indirekt schlussfolgern, dass, wenn man weniger erkrankt, auch das Risiko zu versterben viel geringer ist. Es ist zu mutmaßen, dass im zweijährigen Verlauf der Studie, in dem sich mehr nicht geimpfte Patienten anstecken, irgendwann auch es auch zur Todesfolge kommen wird, sodass dann einfach zu erwarten wäre, dass sich dort ein Nutzen der Impfung zeigt. Langzeitwirkung ist ein Thema, über das wir auf zweierlei Hinsicht noch nicht ausreichend viel aussagen können, weil die Beobachtungszeit bislang ja nur 3 Monate betrifft. Das heißt, wir wissen zum Beispiel nicht, wie lange wird der Impfschutz anhalten. Mhm. Man hat gesehen, dass sich eine gute Antikörpergenerierung bislang zeigte, aber wie lange das hält, ob das ein halbes Jahr ist oder 10 Jahre, das werden wir im Verlauf erst sehen. Andererseits wissen wir auch nicht, sozusagen, wenn ich mich nicht impfen lasse und mich mit Covid infiziere, wie lange hält die Erkrankungsdauer an? Also wie lange bin ich da vielleicht? Wie lange ist da mein Risiko, mich nicht voll gesund zu fühlen? Ich denke, der wesentlichste Punkt ist, dass die Impfung, wenn sie denn von ausreichend vielen Menschen in Anspruch genommen wird, uns die Chance gibt, eines Tages wieder zu einem normalen Leben zurückzukehren. Mhm. Für uns, für unsere Beurteilung zusammengefasst, liegt also sozusagen der Vorteil in der Nutzen-Risiko-Abwägung auf der Seite der Impfung. Unterm Strich bleibt es eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung, je nachdem, was ich für Vorerkrankungen mitbringe, was ich vielleicht auch für ein persönliches Impfrisiko habe. Wir kommen gleich nochmal in der Fragerunde, vielleicht auch zu spezifischen Nebenwirkungen. Vielleicht nochmal abschließend gesagt, insgesamt geht es uns darum, dass wir die Gesundheit der Mitarbeiter in den Elbland-Kliniken schützen und erhalten und damit eben auch für unsere Patienten weiter leistungsfähig und da sein können. Ja, ich glaube, viele Mitarbeiter machen sich Gedanken darüber, was gibt es mögliche Langzeitschäden, die wir durch die Impfung erleiden können, weil wir es ja mit so einem neuartigen Prinzip zu tun haben. Also könnte dieser Botenstoff vielleicht in unsere Erbsubstanz eingebaut werden und dann Langzeitfolgen haben, die man jetzt noch gar nicht abschätzen kann. Also das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mich das gleich als erstes gefragt, als ich gehört habe, dass es um ein neues Prinzip und dieses Wort mRNA darin auftauchte geht. Und zwar ist es so, also es ist ganz konstruiert und ganz theoretisch möglich, aber sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich erkläre jetzt auch nochmal, warum. Also bei uns, in unserem Körper, in unseren menschlichen Zellen gibt es kein Enzym, welches eine mRNA in eine DNA übersetzt. Und in unserem Körper, im Zellkern, ich denke, das wissen die meisten von Ihnen, liegt diese DNA sozusagen nur doppelsträngig vor und nicht als mRNA. Das ist ein Problem. Dann müsste das auch von sozusagen aus dem Zytosol sozusagen in diesen Zellkern erst eindringen. Das ist auch ein weiterer Faktor, der das unwahrscheinlich macht. Und eben diese Übersetzung in die DNA. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, wenn jemand gleichzeitig an Hepatitis B oder HIV erkrankt ist, weil das beides Erkrankungen sind, die sozusagen das Enzym reverse Transkriptase, also welches notwendig ist, um eine mRNA in eine DNA umzuschreiben, mitbringen. Ja? Und diese Zellen sich dann in dem Körper, der nun beide Erkrankungen mit sich bringt, sozusagen verbindet, dann ist es zumindest konstruiert denkbar, dass dann auch diese mRNA in die DNA übertragen werden kann. Aber da gibt es auch noch ein weiteres Problem, was dann den längerfristigen Einfluss sozusagen unmöglich macht.
Denn aktuell ist es so, dass diese Impfung nur die Zellen betrifft, ja, also das sind auch die Zellen, die dann die Antikörper bilden, die auch die Antigene bilden, die um diese Einstichstelle der Impfung herum liegen und sich nicht systemisch sozusagen ausbreiten. Das heißt, wenn dieser unwahrscheinliche Fall auftritt, dass jemand Hepatitis B, HIV und Covid hat und dann auch noch dazu kommt, dass diese mRNA in eine DNA übersetzt wird, betrifft das aller Wahrscheinlichkeit nach auch nur einige wenige Zellen um diese Einstichstelle drumherum, sodass man aktuell nicht davon ausgeht, dass das regelhaft und überhaupt, also eigentlich die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass das überhaupt passieren wird. Ja. Ja, also unterm Strich absolut zu vernachlässigen. Absolut zu vernachlässigen, aber trotzdem interessant. Und ich denke, dass viele darüber nachgedacht haben, als sie gehört haben, es handelt sich um ein Bauplan, sozusagen ein genetisches Produkt, ein Genimpfstoff. Denke ich, ist eine wichtige Frage. Ein anderer Punkt war auch, ob dieser Impfstoff dazu führen kann, dass vermehrt Krebserkrankungen auftreten. Ja. Ist ja im Prinzip ein ähnliches Prinzip. Ne? Der Impfstoff wird relativ schnell abgebaut, hat wahrscheinlich keinen Einfluss auf die Zelländerung. Und ja, auch da, das ist dann wieder der Punkt, wo dann die Langzeit, die ganz, ganz Langzeitdaten dann einfach fehlen, weil diese Studienphasen ja jetzt doch relativ kurz gewesen sind. Das ist aber auch das Gleiche, was auch auf diese Erkrankung mit Corona zutrifft. Da hat man ja auch noch keine Erfahrung, wie sich das auswirkt, wenn man jetzt daran erkrankt, ob man davon in 10 Jahren oder in 20 Jahren noch irgendwelche Beschwerden oder Folgeerkrankungen davon hat. Das ist dasselbe auch bei Autoimmunerkrankungen, die ja theoretisch durch den Impfstoff auch ausgelöst werden können, zum Beispiel ein GBS, also ein Guillain-Barré-Syndrom, kann aber natürlich auch durch die Erkrankung selbst ausgelöst werden und ist in der Regel multifaktoriell bedingt, sodass das in dem Zusammenhang jetzt auch erstmal keine Rolle zu spielen scheint. Gibt es denn Risikogruppen, die sich besser nicht impfen lassen sollten? Jetzt hört man ja aus den ersten Impferfahrungen in Großbritannien gehört, dass es dort allergische Reaktionen gegeben haben soll. Was sagt darüber zum Beispiel die Fachinformation? Ja, also die ganz aktuelle Fachinformation liegt uns noch nicht vor. Auf die warten wir auch sehr, weil wir die in unseren Aufklärungsbogen mit einarbeiten werden. Der Hersteller empfiehlt aber Menschen, die an einer Anaphylaxie leiden, also das heißt, die schwer auf Lebensmittel, Arzneimittel oder schon mal schwer auf eine Impfung reagiert haben, nicht zu impfen. Ein Kriterium, falls man sich da noch nicht so richtig einordnen kann, ist, wenn man so, ich sag jetzt mal, empfindlich ist, ja, dass man einen Adrenalin-Pen mit sich führen muss, um immer darauf vorbereitet zu sein, dass man so eine schwere anaphylaktische Reaktion bekommt, dann sollte man sich nicht impfen lassen. Allergien sonst sind keine Kontraindikation. Schwangere sollen nicht geimpft werden und auch für Kinder bis 16 Jahre ist ist der Impfstoff jetzt nicht ausreichend untersucht. Ist denn was darüber bekannt, ob ich mich auch impfen lassen sollte, wenn ich es vielleicht schon gehabt habe? Ne? Also ich habe jetzt vielleicht immer mal wieder grippale Symptome gehabt, meine Tests waren immer negativ, aber vielleicht habe ich ja doch Antikörper. Wie ist es da? Einfach doch impfen lassen? Ja, also wenn das nicht bekannt ist, dass man diese Erkrankung gehabt hat und keine Antikörper vorliegen, ist die aktuelle Empfehlung der STIKO, dass man sich impfen sollte, wenn eine durchgemachte Infektion sicher ist, ja, oder Antikörper nachgewiesen worden sind, sollte man sich jetzt aktuell nicht impfen lassen, aber eher aus dem Grund, um diesen aktuell noch raren Impfstoff den zur Verfügung stellen, die schnell geimpft werden müssen. Ein unbekannter Immunstatus bezüglich Covid ist kein Grund, nicht zu impfen. Also das heißt, jemand, der keine schweren Symptome hatte, bei dem es nicht nachgewiesen ist, der vielleicht sogar Antikörper hat, kann und sollte sich trotzdem impfen lassen, wenn er entweder in der Risikogruppe angehört oder der Gruppe im gesundheitlichen Personal. Also es ist kein Grund, nicht zu impfen, nur wenn man sicher ist, dass man es gehabt hat und die Antikörper nachgewiesen worden sind oder man schwer krank war. Ja, Emanuel, kannst du noch etwas über die Risikogruppen sagen, die sich impfen lassen sollten? Ja, also das ist natürlich nicht vollumfänglich, aber zum Beispiel ist ja chronisches Asthma, COPD,
weit verbreitete chronische Erkrankung. Natürlich muss das jeder individuell für sich entscheiden. Wichtig ist aber zu wissen, sich zu fragen, bringt meine Grunderkrankung wie das COPD für mich ein erhöhtes Risiko mit, einen schweren Covid-Verlauf zu erleiden? Wenn ich das für mich mit Ja beantworte, dann weiß ich, dass ich viel zu verlieren habe. Andererseits ist es nicht bekannt, dass ich mit einer COPD ein erhöhtes Impfrisiko habe. Von daher würde ich sagen, ja, unbedingt sollte man sich in dem Fall impfen lassen. Okay. Genau. Wenn ich mich jetzt für eine Impfung entschieden habe, wie läuft das denn konkret ab? Also ist das wichtig, ob ich jetzt in Radebeul, Meißen oder in Großenhain arbeite? Wie kann ich mich melden, dass ich an der Impfung interessiert bin? Ja, auch eine ganz wichtige Frage. Damit haben wir uns in den letzten Wochen intensiv beschäftigt. Der Stand aktuell ist, dass in allen einzelnen Häusern, Radebeul, Riesa, Meißen und Großenhain, ein Team aus mindestens 2 Ärzten plus eine Pflegekraft oder eine PTA zur Verfügung stehen wird, welches impft, aufklärt, dokumentiert und auch die Überwachung nach dem Impfen, die aktuell von der STIKO empfohlen wird, mit gewährleisten kann. Und wir sind dabei, das Ganze zu koordinieren, so dass dann dieses Impfprozedere mit den, sage ich mal, hausinternen Personal dann direkt gleichzeitig am gleichen Tag vor Ort beginnen kann. Der Impfstoff wird über die Apotheke aus Riesa ausgeliefert. Es reicht, wenn ein Kühlschrank, der eine Möglichkeit hat, bis minus 20 Grad zu kühlen, vor Ort da ist. Ansonsten besteht auch, und zumindest ist aktuell der Plan, das täglich aus der Apotheke anzuliefern, beziehungsweise wird vom Hersteller dann so, ich sag mal, verpackt und vorbereitet, dass es sich ein Monat auch in diesen minus 70 Grad sozusagen, die vom Hersteller vorbereitet werden, hält. Genau so, dass wir nicht vor Ort den Impfstoff vorhalten müssen und dass der angeliefert tagesaktuell dann da ist. Ja, angenehm, ich entwickle doch eine akute Impfreaktion. Ist dafür Vorsorge getragen? Genau, also die STIKO empfiehlt aktuell eine Überwachung von mindestens 5 Minuten. Wir haben jetzt aktuell 20 Minuten eingeplant und haben in den einzelnen Häusern nach Räumlichkeiten gesucht, die groß genug dafür sind, dann so 5 bis 10 Leute gleichzeitig zu beobachten. Und da wird ein Notfallkoffer vor Ort sein, so wie auch ein Arzt ganz in der Nähe, der sich für mögliche Impfreaktionen oder Nebenwirkungen da, akute Nebenwirkungen bereithält. Das ist auch eine Vorgabe. Es geht jetzt nicht darum, da jemanden Angst zu machen. Bisher ist das ja relativ glimpflich abgegangen, aber einfach, dass jemand da ist. Wichtig ist noch, wenn jetzt jemand eine Grippeschutzimpfung vorher gehabt hat, das ist der Abstand von 2 Wochen ausreichend, so wird das zumindest aktuell von den Fachgremien gesehen. Und wenn man jetzt Interesse an der Impfung hat, ist es so, dass es auf den einzelnen Stationen bzw. in den einzelnen Fachbereichen Listen geben wird, mit denen man sich dann verbindlich zu diesem Impftermin anmelden kann, die angeboten werden, um dann sozusagen auch geimpft zu werden. Man muss auch wissen, dass nach diesem Impftermin 21 Tage später der zweite Impftermin notwendig ist und auch der Abschluss der Immunisierung, also das heißt, 2-mal Impfen einer Person Vorrang hat davor, weitere Personen zu impfen, die noch gar nicht begonnen haben. Also das heißt, wenn man einmal in diesem Impfzyklus drin ist, bekommt man 2 Impfungen, das ist das Ziel. Und jetzt nicht erst mal vielen eine Impfung zu verpassen. Ja. Genau. Also das sind aber die Empfehlungen, die uns sozusagen entgegengetragen werden. Was aktuell noch ein bisschen schwierig ist, zumindest jetzt im Moment, wo wir das Video aufnehmen, vielleicht sieht das morgen schon ganz anders aus, dass uns die Herstellerfachinfo noch nicht vorliegt und dass somit noch nicht ganz final über alles entschieden werden kann und da sicher auch noch mal kleine Änderungen passieren werden. Aber Stand jetzt ist der Plan, dass gleichzeitig in allen 4 Häusern wahrscheinlich schon zwischen den Jahren anfangen, also der Beginn sein wird, diese Impfungen zu verabreichen.